Recht ruhige Musik eigentlich so im Hintergrund. So. So, selbst jetzt die kleinen schwachen Viecher, da haben jetzt schon richtig HP. Win! Ich liebe diesen Tornado mittlerweile wirklich. Mächtige Sache. Wow. So, wir haben eigentlich nur einen Weg, den wir benutzen können. Jetzt schauen wir uns bloß einmal hier noch ein bisschen um. Vielleicht haben wir noch ein paar Punkte, Mogri-Punkte abstauben. Dann schauen wir mal, wie das GRT wirkt. Alter, haben die viel HP mittlerweile. Das ist echt schon widerlich. Die halten sogar so einen Angriff aus, das ist echt schon heftig. Okay, aufladen wollte ich jetzt nicht. So. Na, schauen wir mal, ob das Cloud nicht beenden kann. Okay, die hat er schon mal geblättet. Schauen wir mal, wie es mit dem Rest ausschaut. Ja, gib mir meine Erfahrungspunkte. Also was ich blöd finde, muss er seine Erfahrungspunkte einsammeln. So, wir müssen echt schauen, ob wir vielleicht dann später noch ein bisschen leveln. Dass wir noch ein paar Kombos lernen, die ein bisschen effektiver sind, mit denen wir momentan können. Aber schauen wir mal, das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Weil so generell können uns die ja momentan nichts. Kämpfe ziehen sich halt bloß. Ah, falsch rum. Zuerst Goofy, dann Donald. Ja, ist aber nicht so wild. So, schauen wir was jetzt. Ja, das kriegen wir schon. Aber die Kämpfe ziehen sich halt, wie schon gesagt, an dem Punkt ein bisschen. So, nochmal wieder Karten wiederholen. So, dann war's das auch. Ja, im Hieb. Bisschen live. Bambi, da haben wir sogar noch erwischt, die Karte. So, jetzt haben wir Donald. Den verwenden wir doch gleich einmal so. Aber weil uns dann gleich kalt hat, das finde ich nochmal top. Ich muss echt nochmal schauen. Ich habe immer noch nicht das Deck so, wie ich mir das vorstelle. Ich nutze den einfach als Rambock, ich finde es saumächtig. Da geht halt wirklich was um. Okay, ich glaube, er hat den letzten Schlag versaut. Das wäre jetzt auch down gewesen. So, hätten wir doch schon. So, was haben wir hier oben? Kisten, Kisten, Kisten. Aber keine Mogri-Punkte. So, dann schauen wir doch mal weiter. Okay, Random Joker, ich habe die Karte noch nie benutzt. Da hat uns ein Mogri-Raum aufgemacht, das finde ich mal saumächtig. Wir haben kaum Punkte. Wir haben aber bis jetzt wirklich nur Karten mit einem Angriff von C+.
Also ein Äpfel mehr. Schauen wir, ob wir ein paar Karten loswerden. Da haben wir dann noch ein bisschen irgendwas beieinander, wenn wir noch mal ein bisschen was dazu kaufen können. Stopp, habe ich noch keine Karte. Das habt ihr schon gekriegt. So, ich hätte aber gerne das Final Elixier. Das müssen wir auf jeden Fall schauen, ob wir da ein, zwei Karten mit ins Deck reinhauen. So, wir haben gerade mal 200 Punkte. Alter, jetzt werden die Punkte, die Karten echt teuer. Wieder nichts dabei, was wir brauchen können. Machen wir ins Deck rein. Bisschen was können wir ja jetzt wieder ein wenig verändern. ...34 Punkte, das geht genau gerade so aus, wa? So. Schauen wir uns mal, wie es auf der Karte ausschaut, wo wir als nächstes hin sollten. So, hier gibt es nur einen Schlüsselraum, wa? So wie das aussieht. Okay, nehmen wir trotzdem mal 9er Karte für den Raum. Scheiß die Wand an. So, bäm. Hab wieder was gehört. Juhu, eine Donald-Karte. Perfekt. Meine Freundeskarte. Dreimal Donald. Magie Level 3. Ich glaube, das haben wir noch nie benutzt. Da geht natürlich dann schon was vom Schaden her. So. Und da gehen sie down. Also ich finde es echt mächtig. Macht natürlich optisch schon was sehr im Vergleich zum Gameboy-Spiel. Alter, ich brauche Mogri-Punkte, kein Leben. Kann mich selber heilen. Okay. Ich hasse euch. Die haben halt jetzt auch eine Menge HP mittlerweile. Machen wir da gar nicht lang rum. Alter, das ist mächtig. Das hat sich ja richtig gelohnt schon fast mit der Karte zur Belohnung. Ist jetzt dann schon der Raum zur... Wo es mit der Story weitergeht, oder ist das der Belohnungsraum? Jawohl, das wäre sogar... Eine 8. 1 und dann 20 in grün. Ja, 2 9er. 9 wohne 2 oder so. Schauen wir noch gerne mal rein, was wir bekommen. Wenn wir schon so ein schönes goldenes Kärtchen gekriegt haben. Mogri-Punkte, Jungs. Wenn nicht, müssen wir wirklich mal zum Aladdin gehen und da mal ein paar Punkte farmen. Alter, grausam ist er das. Stardust Blitz. Okay, Donut und Feuer. Hm.
Okay, Donut und einmal Feuer, hört sich auch interessant an. Sagen wir so, ich denke mittlerweile kriegen wir da echt gute Sachen. Mogri-Punkte, her damit! Haben muss. So, dann schauen wir mal den nächsten Raum, wir brauchen eine 0. Ja, ich finde die Musik echt entspannt. Passt ein bisschen zur Atmosphäre von der momentanen Stimmung, muss ich, wenn ich es mal so sagen darf. So. Weiß gar nicht, wie vom Level her, wie verhält es mir jetzt Sinn, ob man da nicht noch ein bisschen länger was leveln soll. Aber ich denke, bis zur nächsten Welt müssen wir auf jeden Fall noch kommen oder so. Alter, am Anfang haben wir keine gekriegt von den Karten, jetzt kriegen wir die massig. Also, ich will mich ja nicht beschweren. Haben wir für die nächste Welt auch schon die Bonuskarte gekriegt. Schauen wir mal, was uns da drin erwartet. Ich hoffe, wir sind für alles vorbereitet. Also, wir brauchen jetzt eine über 5. Eine drunter. Die müsste eigentlich auch gehen. Dann eine in blau. Dann diese Dase. What's wrong? Something feels really strange. I'm sure I don't know this place, but it's starting to feel like it's familiar to me. You must have come here sometime before. No, and that's what's strange. It could be like with Naminé. You forgot lots of other stuff, and that's why you remember this place now. No. It's different. With Naminé, my memories sort of came drifting back to me, a little piece at a time. But not now. It's not memories, just this idea that I must have been here before. So, feeling nostalgic? Sora, a question then for you. Your memories of Naminé or your feelings here? Which of the two of these is more real, I wonder? Naminé, of course. Whatever it is that I'm feeling, I bet it's just another one of your mean little tricks. The memory's wiles can be cruel. In its silence, we forget. In its obsession, it binds our hearts. Cut the riddles! I told you. This place was created solely from another side of your memory. It is on the other side of your heart that the memory of this place exists. It is your heart that remembers. You're wrong! I don't know this place! If you remain bound by the chain of memories, and refuse to believe what is truly found inside your heart, then throw it away. You are not a Keyblade master, just a slave to twisted memories. Yes, exactly like my Riku. Your existence is worth nothing! Like your Riku? Worth nothing? That's enough! You're the one who changed Riku! Every word you've said is a lie! I'd never throw away my heart!
I'm gonna take you down and save Riku and Naminé. That's what's in my heart. Okay, nicht schon wieder. Erste Mal hat mir schon genug Nerven gekostet. Alter, zieht ja viel ab, ohne Scheiß. Will ihm jetzt einer oder noch mehr leben wie vorher? Okay, die Chance nutzen wir doch gleich. Alter, nerv nicht. Jetzt haben wir uns gerade der kalte Anspiel die Hälfte von unserer Life runterkaut. Ich halte es nicht aus. Alter, ist ja lästig. Schauen wir mal, was wir jetzt anstecken können. Nix anscheinend. Schauen wir, dass wir den ein bisschen Flügel stutzen. Ich hasse den Kerl, Alter. Vor allem in seinem scheiß Schild. Vor allem, wenn uns der dann so angreift, dann können wir nichts machen. Alter, nerv nicht. So, Gott sei Dank. Hat sich der auch in einem Bonus geholt. So, das kriegen wir schon hoffentlich irgendwie. Okay. So, wir gehen jetzt weiter vor. So, Goofy, Donald. Okay, jetzt können wir uns heilen. Alter. Taste it.
go. Yeah. Alter. Das war jetzt eine knappe Sache, ohne Witz. Vor allem, ich muss jetzt langsam meine Karten verplempern. So, schauen wir mal. Irgendwie werden wir das schon noch kriegen. Okay, die Stellen haben wir jetzt ausgestochen. Das war eine Karte zum Magiekarten-Wiederbringer. Auch die, wo er doch Kombos benutzt hat. Okay, da hat er uns heilen lassen. War schon mal eine gute Sache vor ihm, nett. Ja, wenn er meint. Da haben wir so eine Scheiß, die waren dann weg damit. Mal dann in der Karte wegstechen, die wo er spielt. Okay, was geht jetzt? Okay, im Stripe Blade haben wir da ein bisschen abgewehrt, sag ich mal. Weil wir gelähmt haben, das war eine gute Sache. Okay, das hat ausgereicht, das war gut, war echt ein bisschen ein Dusel dabei. Voll gut, wir haben nochmal richtig eine auf die Nuss. Kann man dann unsere Karten gleich mal wiederholen. So, weil wir müssen uns nämlich bestimmt... Die stechen wir aus, den Hund. Kann ich bloß Bock, dass der seine Magiekarten wieder kriegt. Vergiss es. Probiert's immer wieder, der Hund. Bin natürlich voll reingerannt. Alter, das kann's doch wohl nicht sein. Okay. Fick dich mit deinem Schwert, verdammt. Lassen wir uns mal wieder wegen die Karten wiederholen. Jetzt warten wir mal, bis er sein Kombo benutzt hat. Genau. Schauen wir, dass wir da in der Karte wegstellen können, wenn wir uns heilen. Ist einfach zu heiß. Er hat zwar wirklich nicht mehr viel HP, aber...
Aber sicher ist sicher. Alter, nee, das kann jetzt nicht sein, oder? Der hat sich nochmal geheilt um 2 Leisten. Ich halte es nicht aus. So legt er denn? Na, der wird langsam auch seine Karten verbraucht haben. Ich hoffe ja mal. Ja, das wird jetzt echt doch ziehen. Leck mich am Arsch. Alter, leck mich. Jetzt hat er wirklich noch seine 2 Leisten wieder gekriegt. Ich kotz. So, schauen wir mal, ob wir da nicht irgendwie was auf die Reihe kriegen jetzt. Wir werden das schon noch kriegen. Wir müssen das kriegen. Scheißegal, was er jetzt treibt. Hauptsache... Alter, der ist eisresistent. Alter, das kann ich gar nicht. Alter, das war echt ein knappes Ding. Das Ding zieht uns einfach viel zu viel ab. Fick dich. Ja, werden wir schon irgendwie zusammenkriegen. Kein Bock, den Kampf nochmal zu machen. So, ich hoffe, dass ihm jetzt auch ein bisschen die Karten ausgehen. Natürlich hat er uns jetzt nochmal volle Breitseite verpasst. Ach Gott, ich will, dass der Kampf endet, ich habe keine Lust mehr. Alter, der hat noch so viele 9er Karten. Verzieh dich. So, heim, schauen wir, ob wir die Karten gleich wieder kriegen. Also jetzt hat er den seine Karten wieder gekriegt und regeneriert, aber das kann jetzt auch nicht ändern. Alter, noch ein Angriff muss sitzen. Jawohl! Bam! Hat jetzt auch lang genug dauert. Tschakka, 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 tschak, tschak, tschak. Woo! Level up! Und wir haben jetzt endgültig besiegt. Wir kriegen die Wechselkarte. Woo! Lebensboost? You have such strength, even at the mercy of your memory. None of that matters. Just put Riku back. Just put him back? The Riku you speak of has but one fate to sink into the darkness. And you will share that fate, Sora. If you continue to seek the girl Namine, the shackles will tighten. You'll lose your heart and end up becoming Marluxia's pawn. Marluxia? What does Namine have to do with... Axel! Yo, Sora. Did I catch you at a bad time? Axel, why? I came to stop you from talking too much.
by eliminating your existence. No! Don't do it! We are just nobodies who have no one to be, yet we still are. But now you can be nothing instead of just being a nobody. You're off the hook. No! Please don't! I don't want to... Goodbye. What are you? What are you people? Don't know. I wonder about that myself. Okay, wir haben das geschafft. Also die haben Axel hat trotzdem Wechsel gemeint mit dem Eliminieren.